Möhren, Porree und Staudensellerie waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Aprikosen würfeln. Zwiebeln abziehen und würfeln. Zweitens Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin andünsten. Currypaste zugeben und unterrühren, kurz andünsten. Mit Brühe ablöschen. Gemüse, Aprikosen und Kokosmilch zugeben und aufkochen. Zugedeckt ca. 10 Minuten garen. Drittens inzwischen Kichererbsen auf ein Sieb gießen und kalt abspülen. Kichererbsen nach den 10 Minuten Garzeit des Gemüses zum Curry geben und 5 Minuten mit erhitzen. Viertens Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Petersilie über das Curry streuen, mit Salz und Pfeffer würzen. 500 Gramm Möhren, eine Stange Porree, 250 Gramm Staudensellerie, 75 Gramm getrocknete Aprikosen, 2 Zwiebeln, 2 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel rote Currypaste, 1 Viertel eine Gemüsebrühe, eine Dose Kokosmilch, Klammer auf 40 Ohm, Klammer zu, eine Dose Kichererbsen, Klammer auf 480 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 4 Stängel Petersilie, Salz, Pfeffer, frisch gemahlen,